Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Ark Excanation. Ja, wir sind wieder auf der Reise in der heutigen Folge. Ach, warte mal kurz, ich muss noch schnell meine externe Festplatte anmachen, weil da ist mich das DLC drauf gespeichert. So, das kann jetzt 1 Minuten in Anspruch nehmen. Nein, Spaß, geht relativ flott. Sollte also gleich anzeigen. Schließen wir mal nochmal. Externer Speicher ist bereit. So. Und. Nochmal komplett laden, weil ich muss gleich mal das Spiel schließen. Habe ich jetzt zwar nicht so Lust drauf, aber. So, Excanation. So weit. Ich will mich verarschen. Ich hasse es. Ich hasse es. Nur weil ich an den Tag des Downloads hatte ich meine externe Festplatte an und da hatte das DLC automatisch darauf gespeichert. Ist ein bisschen ärgerlich. Aber gut. Müssen wir durch. Ja, ich habe mir nämlich überlegt für den weiteren Verlauf, wir sollten eigentlich demnächst das Floß freischalten. Dann habe ich mir überlegt, okay, wir könnten das ja pimpen, weil du kannst ja da auch noch ein paar Pillar setzen, also so eine Pfeiler. Mit denen. Ja, jetzt geht's, okay. Mit dem wir natürlich dann noch ein oberes Stockwerk machen können. Wo wir dann halt unsere Schildkröte parken können. Und im unteren Stockwerk könnte ich ja 2, 3 Schränke hinbauen. Und natürlich mein Bett. Und dann könnten wir theoretisch ja auch erstmal eine kleine Reise starten auf den Fluss entlang mit dem Floß. Und so schon mal ein bisschen erkunden. Dann hatte ich mir überlegt, dass wir vielleicht ein schönes Baumhaus bauen. So. Ja. Und dann halt, ja. Da ein schönes Gebiet aussuchen, wo ein guter Redwood-Baum ist. Dann ein Baumhaus mit Strickleiter. Und, hier unten rum halt noch so. Ja, das Gebiet ein bisschen eingrenzen, dass die Dinos sich dann dort im eingegrenzten Gebiet stehen und dann unten vielleicht noch ja, ein paar Sachen hinbasteln, mal gucken, was mir noch so einfällt. Ja, theoretisch müsste man das mit der Primitiv Plus Mod spielen, weil da hast du noch mehr Möglichkeiten zur Einrichtung oder zur Gestaltung. Aber wir spielen das einfach mit dem normalen und ja, machen jetzt das, was uns möglich ist. So, auf Xbox ist es halt nicht so spannend wie auf PC. Da hast du ja viele Mod-Möglichkeiten auch. Womit du Ark noch ein bisschen aufpeppen kannst. Und ja, die Mods-Möglichkeit hat man hier auf der Xbox natürlich auch. Aber da bin ich halt nicht so involviert. So, ne? So, hier ist unser Carbon. Dann gucken wir mal gleich, wann wir... Ups. Wann wir das Floß freischalten. Achso, können wir sogar schon freischalten. Machen wir erstmal die Strickleiter. Und dann müssten wir noch einmal leveln und dann könnten wir und könnten sogar schon Triceratops-Sattel dann freischalten.
Was natürlich auch sehr positiv ist. Aber leider ist die Betäubungsfeile ab Level 22. Gut. Ja, da könnten wir, müssen wir eigentlich jetzt schon anfangen, Materialien zu sammeln. Fürs Floß, wir brauchen Leder, wir brauchen Holz, wir brauchen Fasern und Stroh, glaube ich, auch. Der Weg ist ja ziemlich beschissen. Ich habe jetzt. Theoretisch sollten wir auch eigentlich erstmal den Sattel fertig machen für Carbon. 95 Fasern, 170 Leder und 10 mal Zement. Ja. Bloß das Keratin und das Chitin, was ich habe, reicht leider noch nicht fürs Zement. Und ja, Leder kriegen wir auch nur durch Dinos. Das heißt, wir müssen uns erstmal um kleinere Dinos jagen gehen, wie Dilos oder Dodos. Könnten uns natürlich auch mit einer Schildkröte anlegen, das ist jetzt auch nicht das Problem, wenn wir die Rückwärtsbewegung super machen. Ja, also eigentlich ist der Sattel nicht schwer zu bauen, ne? Man braucht halt nur die richtigen Dinos in der Nähe und sollte dementsprechend auch schon, ja, bestimmtes Level haben, so dass man natürlich die Bewaffnung auch für hat. Die haben jetzt leider noch nicht so die bombastische Bewaffnung. Ja, aber dann hier so den Fluss da unten lang fahren. Und uns was Interessantes und Spannendes suchen. Also wie gesagt, ich bin ja, ja, ich hätte schon Lust, so ein Baumhaus zu basteln, weil bis jetzt hatte ich mich schon an einem Klippenhaus gewagt auf Operation. Und ich muss sagen, das hat super funktioniert. Und ja, Baumhaus hatte ich jetzt leider noch nicht so. Ich wollte mal aus dem Center, wollte ich mal da gibt es ja hinten diese Insel mit dem Redwood-Wald, wo man auch den Berg da richtig cool hochlaufen kann. Und wo es dann auch so ein, ja, so ein Pfad ins Wasser gibt, wo man theoretisch ein richtig cooles Wassergehege für Megalodons und Plesios und sowas, wo man die da drinnen schön parken kann, um dann auch auf das offene Meer schwimmen zu können. Ja, das ist leider noch nicht in Angriff genommen. Weil wenn man hier auf Xbox anfängt, ne? Und schon einen Spielstand hat, man löschen möchte, bleiben die Strukturen trotzdem, wo du gebaut hast. Die Strukturen bleiben. Ich glaube, die Engram Points, also du hast auch die Materialien schon an. Also du kannst nicht den kompletten Spielstand so löschen, dass du komplett nochmal von vorne anfängst. Also außer halt mit Engrams freischalten. Aber der Rest ist halt noch da. Du hast doch deine Kisten. Du hast noch die Strukturen und ja, ich habe zwar, baue jetzt auch nicht auf jeder Insel alles voll, ja, also es ist nur nicht, dass ich jetzt an jeder Insel da irgendwelche alten Häuser von mir sehe, wenn ich einen neuen Spielstand habe. Aber man weiß halt, dass es nicht richtig gelöscht worden ist. Ja, jetzt wird es etwas langatmig, da hochzulaufen, denn wir sind ganz gut beladen. Obwohl, den hier könnten wir eigentlich auch kalt machen. Sollten wir eigentlich auch leicht töten können. Ach,
stimmt, der ist ja im Fluchtmodus. Ah, ich bin nicht schnell genug. Wie gesagt, die Position da oben auf dem Berg gefällt mir auch gut. Ist halt bloß, ja, weiß ich nicht, der Ort ist jetzt nicht so, dass man sagen, dass ich sagen müsste, oh, hier muss ich unbedingt bleiben, so. Ist leider auch nicht so der Flash. Ich würde gerne mal in die Richtung denn fahren mit dem Floß. Ja, einfach nur mal in die Richtung da fahren. Weiß nicht, das hat irgendwie was. Das sieht ziemlich cool aus, wenn man das so jetzt von hier aus beobachtet. Sieht man zwar nicht viel, aber es reizt mich dann schon mehr als die Richtung, muss ich sagen. Das ist nervig, das ist wirklich nervig. So, deswegen sollten wir uns so schnell wie möglich auch den Sattel für Carbon fertig bauen. Oder zumindest erstmal einen Triceratops sehen. Der hat ja nun auch schon gute Kampfkraft. Mit dem könnten wir uns auch weiter hinaus bewegen schon mal. Der kann auch gut was schleppen. Ja, also je nachdem, was man mit dem levelt. Alter, das ist wirklich nervig. Ja, alles nicht so einfach. Also deswegen schnell einen Floß bauen, so schnell wie möglich, und dann so erstmal auf Reisen gehen, weil unterwegs, ja, da findet man dann auch schon mehr Dinos, so, da könnte man sich dann auch versuchen, an größere ranzuwagen, die dann vom Floß aus mit Pfeil und Bogen beschießen, sowas wie ein Carnotaurus oder so. Ich glaube, so hatte ich damals auch auf der allerersten Map The Island, da hatte ich auch so meinen ersten Kano gezähmt gehabt, indem ich einfach aus der Distanz mit Betäubungspfeilen vom Floß aus geschossen habe. Irgendwann muss er anfangen zu schwimmen, wenn das Wasser tief genug ist. Und dadurch wird er nochmal schön verlangsamt, dann kannst du natürlich noch ein paar mehr Pfeile auf ihn schießen. Und dann sind sie auch immer in einem Fluchtmodus, wenn sie merken, oh scheiße, die Benommenheit setzt ein. Und dann kannst du ja viel, viel besser agieren auch. Ja, also ich würde sagen, Holz haben wir reichlich. Ist ärgerlich, dass die noch nicht reichen. Wie viel habe ich? 44. Habe ich den schon frei? Okay. Wo ist er denn hier? Okay, warte mal. Das ist zwar jetzt auch leider, dass das Leder jetzt... noch ein bisschen... Ja, in dem Sinne... verschwendet wird, weil wir
den eigentlich noch gar nicht so dringend brauchen. Höchstens nur fürs Zement so. Ist aber erstmal nur nicht so schlimm, wir haben ja noch 84. Oh. Droppen solltest du es nicht. Oh, ich weiß nicht, erstmal wieder an die. Jetzt hatten wir auch noch eine Woche fast Pause. Stellen wir jetzt einfach erstmal hier hin. So. Zement. Wie viel kostet mich der ganze Spaß? 4. Das heißt, wir bräuchten. Oh. Wenn wir 10 mal Zement brauchen, dann müssten wir eigentlich 40 Keratin oder Chitin klein machen. Und wir haben 11. Das heißt, wir haben nicht mal die 12 erreicht, sodass wir wenigstens schon mal dreimal Zement machen könnten. Alles nicht so einfach, ne? Ich bräuchte mal eine zweite Kiste. Kiste! Sehr schön. Okay, wir können uns dem Floßbau widmen. Ich werde das wenigstens die Folge noch anreißen. Soll ich es hier auch nicht stacken können? So. Gut. So, Floßbau. Erstmal noch Gewicht. Wir brauchen gut Gewicht, dass wir erstmal das tragen können. Genau. Und jetzt heißt es Materialien sammeln. Leder haben wir, Holz haben wir, Fasern brauchen wir nur. Da wird ja schon wieder so viel Leder verschwendet. Ach Mann. Das ist eigentlich nicht mehr wirklich verschwendet, ne? Ob ich nur mit der Schildkröte durch die Welt reite und dafür in jeder Folge, weiß ich nicht, dafür 3 Folgen brauche, bis wir was Ordentliches gefunden haben. Oder ob ich nun Floß habe, was natürlich von der Geschwindigkeit her schneller ist. Und wo man so ein bisschen sich auch häuslich einrichten kann auf dem Floß. Ne? Man kann es ja gut ausschmücken, gut ausbauen. Das werde ich natürlich hier noch machen. Also ich werde das Floß jetzt nicht dahinstellen und dann werden wir gleich lostackeln. Ich werde es natürlich in der Folge auch noch ein bisschen ausbauen, sodass wir dann, ja, denke ich mal, in der nächsten Folge hoffentlich losfahren können, weil wir können es jetzt sofort bauen, sobald wir die 250 Fasern zusammen haben. Ich habe in den Kisten 500 Holz, ich habe noch 84 Leder, ich habe dann zwar danach nur noch 9 Leder und dann heißt es wieder 141 sammeln für den Sattel. Aber wenn wir mit dem Floß etwas tiefer reinfahren, in dieser Map. So, dann könnte man natürlich vom Wasser aus beobachten, was rennt da für Dinos rum, wen könnte man zur Jagd begehen. Es gibt ja natürlich auch die Variante, dass vielleicht ein Dino getötet wird von einem Fleischfresser, der dann aus, weiß ich nicht, anderen Gründen vielleicht gerade nicht fressen konnte, weil er jetzt noch was anderes entdeckt hat oder weil er angegriffen wurde. So, die dann bei der Gegner kämpft, könnte man natürlich ein bisschen stehlen, indem man dann den toten Dino schon auseinandernimmt, bevor der Fleischfresser überhaupt fressen konnte. So, wir brauchen noch 25. Sehr schön. So, wir brauchen 250 Holz.
das Leder. Und tada. Ich bastel mir auch gleich einen Bogen. Dann könnte man natürlich auch auf Distanz jagen gehen. Oh, gleich zwei Level. Slowsack hat gut EP-Punkte gegeben. Ist natürlich geil, ja. Räucherkammer bräuchten wir, um unser Fleisch frisch zu halten. Holzstuhl brauchen wir jetzt noch nicht, nachher erst zur Einrichtung. Aber das nächste Level wird auf jeden Fall nochmal richtig gut. Und dann haben wir auch schon die Betäubung und die Betäubungswelle. Jetzt will ich ja überlegen. Das Floß hat mir ja gut IP-Punkte gegeben, ne? So, der Rest ist jetzt hier nicht so spannend. Also da werden wir wahrscheinlich nicht so viele gute IP-Punkte bekommen. Ein Fernglas bräuchten wir auch noch. Können wir aber auch später noch freischalten. Das bräuchten wir hier jetzt noch so dringend. Also zum Floßausbau bräuchten wir ein normales Holzdach. Habe ich frei. Sehr schön. Die Holzrampe und die Pillar. So, den Rest habe ich ja frei. Gut. Und sonst bräuchte ich erstmal nichts. Nö. Erstmal die Bären hier drin bunkern. Oh. Erstmal Gewicht leveln. Und dann packen wir das Holz mit hier rein, weil hier haben wir einen angefangenen Stack und den würde ich gerne noch voll stacken. So, hier haben wir noch 100 drin. Fasern, ein Stein, der deinen Namen trägt. So, im nächsten Level können wir dann aber auch schon Betäubungswelle basteln. Und wir haben ja dann einen normalen Bogen, der macht zwar nicht so viel Schaden wie die Armbrust, aber es lohnt sich auf jeden Fall trotzdem. So, wir haben 16, ich wollte auch ein paar Pfeile basteln, stimmt, wir haben 16 Feuersteine. Ja gut, Feuersteine sammeln sollte jetzt hier keine Schwierigkeit darstellen. Dass wir uns erstmal mit ein paar Pfeilen ausstatten können. Ja, theoretisch, wenn hier unten denn Stego jetzt langlaufen würde, dann könnte man den von hier oben auch gut erlegen. Ist mir gerade so eingefallen. Das würde auch vollkommen reichen, weißt du? Problem ist bloß die Mega-Neuras. Entweder probieren wir runterzuspringen, nehmen dann so ein bisschen Schaden in Kauf und versuchen auf der Leiche vom Stego zu landen. Ja, ich weiß, ich bin der Chef, aber ich will es noch durchziehen hier. Du Penner. Achso, Stroh. Ja, gut. 64 Feuersteine. Sind 50 Pfeile, die wir so auf einmal stacken können. Und dann haben wir noch 16 extra. Die man jetzt zum Beispiel als Betäubungspfeile machen könnte. Ha. Ich würde sagen, das ist doch mein Plan. Das ist natürlich gut, dass wir das Floß gebaut haben. So haben wir jetzt natürlich gut an EP-Punkte gewonnen. An Level.
und kommen jetzt auch ein bisschen schneller vorwärts. Das ist schon mal perfekt so. Wir können nur 40 Pfeile herstellen, okay. Ah, Fasern. Wie viele Fasern brauchen wir eigentlich? Wir haben noch 24 Feuersteine, das heißt, wir bräuchten 48 Fasern. Ja, Mathe lernt man hier auch noch gleich mit. Also, was heißt lernt? Man hält es einmal eins frisch. Könnt ihr trotzdem ein bisschen mehr Fasern sammeln, weil Fasern sind ja auch mit einer der Hauptrohstoffe mit Stroh und Holz zusammen. Später dann noch Stein, wenn man dann anfängt, sich mit Steinmauern, Steinwänden zuzudecken, mache ich dann auch. Also ich habe mir dann auch so, ja wie immer, Steinwände zu basteln, würde ich dann basteln wollen. 15 sind 10. Gut, da bräuchten wir vielleicht auch noch ein bisschen Stroh, aber es ist ja nicht das Ding. Also es soll jetzt nicht an Stroh hapern. Davon haben wir auch gut was gesammelt. Ja, ich will die 24 wenigstens voll machen. Weil es gibt auch nochmal zwar wenig EP-Punkte, aber es gibt EP-Punkte. So, jetzt haben wir schon mal einen Metallbarren. Das könnt ihr euch auch schon mal merken. Für die, die Ark noch nicht gespielt haben, wenn ihr so Metallklumpen habt, solltet ihr immer eine gerade Zahl haben, erstens, weil das, was ihr am Ende dann verbrennt, geht dann auf die Hälfte zurück. Also das heißt, wenn ich jetzt zwei habe und die dann jetzt in den Schmelzofen schmeißen würde, dann würde da am Ende nur ein Metallbarren rauskommen. So habt ihr aber 40 zum Beispiel von den Metallklumpen, schmeißt ihr in den Schmelzofen, bekommt ihr 20 raus. Also immer die Hälfte. So, die Zeit ist dementsprechend auch schon fast zu Ende. So, wir haben jetzt unser Bogen, wir haben unser Floß. Ah, schade, hier unten ist leider keine Stego gerade. Weil er lässt natürlich auch gut Leder droppen. Für den Sattel. Ja, gut, okay. Floßbau oder Floßausbau. Stellt sich jetzt in der Folge ein bisschen halt schwierig dar. Da wir noch ein bisschen sammeln müssen. Ich muss mal gucken, wenn ich heute noch Zeit finde, dann könnte ich eigentlich schon mal was vorsammeln gehen. Vorab sammeln. Und schon mal ein bisschen was zusammenbasteln, was wir brauchen. Also wir bräuchten ja, wenn dann einmal ringsrum Foundations, den Ceilings noch ein bisschen, sodass das Floß natürlich eine gute Breite hat. Denn die Pille auf die Foundations, würde ich sagen. Zwei Stockwerke hoch und dann nochmal Ceilings und dann vielleicht nochmal Außenpiller. So dass man dann so, ja, so eine Art Säulen dann hat und dann kann man da gut was gestalten auch mit. Also man kann da auch richtig ein Hausboot draus machen. Habe ich auch schon bei vielen gesehen.
Und ah, guck mal, da unten ist ein Triceratops. Die haben alle von da oben gar nicht gesehen. Voll mies eigentlich. Ah, entschuldigt. Den könnte man eigentlich jetzt. Ah, das wäre ich meine. Dodos. Die droppen Leder. Den würde ich gerne noch erlegen jetzt in der Folge. Der gibt nämlich noch Keratin ab und gut an Leder. Natürlich werde ich hier auch noch die Dodos erlegen. Lass mich dieses Shit hindroppen. Das ist mir schon mal ganz gut. Ja, das ist halt kacke mit diesem Mega-Neurasse. Ist nicht kacke, es ist eher positiv für uns. Wir haben ja schon über 17 Chitin. 24 sogar schon. Wir brauchen ja nur 40 oder so, ne? Okay, nein, na komm her. Wir müssen noch ein paar Mega-Neurer anlocken. An der letzte Dodo hat kein Leder gedroppt, siehst du? Ja, der hat schon mal ein bisschen was gedroppt. Bisschen was. So, und jetzt bist du dran. Ich hoffe, meine Ausdauer macht doch mit. Was? Oh ja, der hat gut Leder droppen lassen, das Vieh. Sehr schön, dann hat sich das ja doch relativ gelohnt, wa? Erstmal noch ein bisschen was schnacksen. Und wir haben Level Up. Oh. Trodons. Oh, diese Viecher, die sind so anstrengend. Greifen immer ein Rudel an. Und todesgefährlich auch. Hm.
Vor mir jetzt mehr Steine als Feuersteine. Ja, wir sind leider schon über Zeit drüber. Ich will meine Sachen jetzt auch wieder haben, bevor wir hier Schluss machen. Oh, reicht eigentlich. Bräuchten wir noch Holz. Zehn Feuersteine sind fünf Speere. Wir wollen erstmal vier. 24 sind 40, sind 48 Fasern. Ja, durch diese Farming-Multiplikatoren ist natürlich nochmal schön. So, ne, kann man hier gut viel sammeln auch an Fasern. In kurzer Zeit so. Sehr schön. Das finde ich kacke, dass diese primitiven Speere hier, diese normalen Standardspeere, keine keine Lebensanzeige haben, sondern einfach zufälligerweise kaputt gehen. Schon ein bisschen Hartz IV. So, wo sind sie? Alter, der kommt aus dem Nichts hier angesprungen. Okay, ich glaube, die Sachen sind erstmal weg. Obwohl, wir sind jetzt weggelockt, ne? Von meinen Sachen. Ich liege jetzt da unten am Strand. Aber ich glaube, wenn du noch einmal stirbst, ist der. Da wird der aktuelle Rucksack beibehalten. Wir können es einfach probieren, wenn ich denn. Nee, solltest du noch einmal sterben, ist er weg. Oder hast du denn ein neues Inventar? Gut. Das heißt, in der nächsten Folge neu ausstatten. Ich habe ja oben zum Glück noch eine Spitzhacke drin liegen zu liegen. Und ja, der Rest. Aber wenigstens haben wir schon mal die Betäubungsfeile jetzt frei. Fehlt zwei Punkte. Sehr gut. Ja, läuft. Gefällt mir gut. Dann können wir nächste Folge uns auf einen Triceratops stürzen und den zähmen. Dann basteln wir uns wieder ein paar Pfeile. Und in der nächsten Folge werden wir uns natürlich auch das Floß kümmern und das neue. Er ist ja nicht ausstatten. Ich werde jetzt hier einen Speicherpunkt setzen.
Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir haben ein bisschen was geschafft, wir haben gut gelevelt. In der nächsten Folge natürlich größere 10-Tour. Dann werden wir uns halt den Trodots rächen, wenn wir unser Triceratops haben, weil dagegen haben diese kleinen Hurensöhne keine Chance. Ich hasse diese Viecher. Das ist wirklich diese schlimmste Investition von Ark. Klar, gab es die früher, die hätte man ruhig rauslassen können oder wenigstens nicht so stark machen können. Weißt du, die kommen dann zu dritt auf dich ran, gerannt und beißen dir Gift ein, was dich bewusstlos macht. So, ja. Hallo, geht's noch? Naja, egal. So, wie gesagt, nächste Folge dann Triceratops versuchen zu zähmen und Floßausbau und dann parken wir Carbon und mein Triceratops packt man dann oben aufs Dach und fahren dann mit den beiden Schippern mal hier in den Fluss entlang. Und übrigens, ach so, übrigens, mein Floß ist jetzt auch weg, ja? Das war ja vorher im Inventar mit drinne. Ich Idiot, warum habe ich das vorher nicht rausgepackt? Das heißt, wir dürfen morgen ein neues Floß bauen. Super. Aber gut, wir haben auch fast das nächste Level erreicht. Vielleicht kriegen wir dann nochmal 2 Level Push. Das wäre natürlich sehr gut, weil dann Level war umso schneller. Ist also nicht ganz so schlimm. Dann heißt es morgen Material einsammeln, basteln. Und dann sollten wir demnächst auf Reisen gehen können. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und auch ein Abo, falls ihr mich weiterhin unterstützen wollt. Ja, wie ihr seht, ich habe ein anderes System als andere Ark-Spieler, deswegen nehmt mir das nicht übel, sondern guckt es euch an, versucht so ein bisschen was mitzunehmen, wenn ihr wollt, oder auch nicht. Macht euch auch gerne drüber kaputt, ist mir scheißegal. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss, bis dahin.